Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu Leo Jurassic Park. Hier war eine Wahl, die Familie zurück. So. Wir folgen den Spuren. Ich weiß aber, wo wir eh hin müssen. Also von daher. Ja. Grab, Grab. Da ist er doch. Sehr schön. Nee, da unten kann man noch nichts machen. Oben. Links, rechts. Oben, links, unten. Oben, links, unten. Ja. So. Wir müssen jetzt die Kuh da reinkriegen. Ich frage mich mal, wie das gehen soll. Der gießt da gemütlich die Pflanzen. Gut. Ja, ist ja gut, mein Lieber. Ist ja gut. Komm mal weg da. Dankeschön. Was ist das? Ah, okay. Oh. Zeig uns den Weg. Lass mich raten. Die muss ich. Ja, das war klar. Das war klar. Eins des Rindlers. Diese Raptoren fressen besser als ich. Ist es etwa schon morgen? Kein Kommentar, mein Lieber. Kein. Das war's für mich. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Ja. Schmerzen habe ich nicht mehr gehabt, seit ich mir den Zeh abgestoßen habe. Okay, okay, okay. Wir müssen es reaktivieren. Haben wir hier unten das jetzt? Ich probiere mal eben, nur mal. Nee, okay. Warum auch immer. Ich muss gerade jetzt. Ach, genau. Jemand anderes muss den Kram bedienen. Meine Verletzungen sind zu schwer. Weißt du was? Dann bedienen wir den einfach. Ich brauche da keine Hilfe oder so. Ich krieg das hin. Genau, so. So einfach geht das. Die Kuh freut sich gleich. Futterzeit. So. Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt. Oh, ist das gut. Das sind Ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, 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 keine Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Willkommen im Jurassic Park. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Keine Angst. Kommen Sie ruhig. Es ist okay. Sie ist krank. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Checkpoint!
Checkpoint, ihr wisst, was das heißt. Oh! Ich kann speichern. Das ist eigentlich sehr gut. Ich werde das auch gleich mal machen. Speichern und fortfahren. Das ist nicht so wild, das ist kein Problem. So. Ah, okay. Häufchen. Ihr wisst, was das heißt. Wir können Häufchen begutachten. Häufchen. Ich wollte schon immer Häufchen. Wir gehen gleich zu dem Kranken. Triceratops. Ihr wisst euch. Irgendwie so war der Name, ne? Ach, hier gibt's noch. Alles. Nicht ins Wasser. Hier gibt es was. Warum gibt es da Wasser? Wir sind doch mitten. Ich bin verwirrt. Darf ich verwirrt sein? Ich bin verwirrt. Ich muss mir das Häufchen angucken. Geht da eiskalt rein. Eigenartig. Oh, eine Karotte. Lass mich raten, damit füttern wir jetzt die. Sie. Manche Charakter wie können. Ja, das. Achso, weiß ich. Was mache ich jetzt mit der Karotte? Kann ich ihr das nicht geben? Das ist auf jeden Fall richtig. Sie leuchtet. Warum ich das nicht machen kann, weiß ich nicht. Jetzt ist die Karotte wieder weg. Achso, kann ich nicht machen. Das können nur Dinos. Na gut. Gehen wir mal das große Häufchen schauen. Trachten. Mal sehen. Mist. Ah, jetzt können wir. Jetzt können wir. Achso. Das kann nur er. Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Na, ich glaube eher weniger. So, denn. Was machst du da? Ach so. Okay. Ah, sie kann auch hochklettern. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Oder er kann das anscheinend auch. Ich weiß es nicht. Na, der Reiner mit uns. Lecker. Keine Spur von Fliederbeeren. Aber was zu essen. Und nice. Nice in einem Dino-Haufen. Ich muss nicht fragen. Na schön, sie leidet an Meliatoxizität. Woher weißt du das? Nur mal so gefragt. Naja, ich habe keine Ahnung. Sorry, ich bin raus. Die Pupillen sind geweitet. Sie ist schwanger. Jetzt wieder ein Blümchen gießen. Ich hätte gedacht, das sind kleine Kothäufchen. Ich hab nicht so recht, dass das Pflanzen sind. Na gut. Ach, wie schön. Siehst du ja hübsch. Na gut. Du kannst doch nicht rein, oder? Nee. Du hast aber eine Waffe, das heißt, du kannst zielen. So, kannst du? Ja, kannst du. Ich wusste es. Lass mich ran. Hui. Hui. Jui. Jui. Ich will noch. Na gut. Gut, jetzt sind wir hier. Ah, ich sehe schon, da ist was. Da ist was. Alles klar. Wieder sich gleich im Vordergrund drängt, ne? Oh, hier, ich bin, ich kann das, Nur nicht. Ja, siehst du. So. Gießen wir das Blümchen. Was kommt da jetzt aus? Was ist das? Eine Palme. Oh, eine wunderschöne Palme. Okay. Kann ich nochmal?
Alter. Alter. What the hell? Das hat Geld gegeben. So. Hingeh. Es geht hin. Und das letzte. Mikrovisik ist ja interessant. Okay. Schon okay. Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Ein. Halt. Geht das nicht? Okay, wartet. Doch. Ah, ich würde sagen, dass das geht. Und? Bingo. Ja. Erstmal. Was sei, das muss ja gehen. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Entschuldigung, Käschen. Ne, wenn man nicht richtig steht. Ah, jetzt. Denn ist das gar nicht so leicht. Also man muss echt richtig hier stehen. Gut. Das Auto! Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto befinden. Ich würde sagen, das hat sich erledigt, das Auto. Macht doch nichts. Sing ja mal ein bisschen mit den Dinos spazieren. Kann eh alles kaputt machen. Müssen wir sogar weiter spielen. Da, 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 da. Boah, ist das ätzend. Also, ist echt doof, wenn man nicht richtig steht, dann. Jetzt. Ich glaube ja nicht, dass dieser Dino sich auf dem Baumstamm halten kann. Wir sollten ihm einen anderen Weg verraten. Gut, nee, ich will sie. Ich weiß nicht, warum. Boah, oh. So, dann auf geht's. Sieht echt nicht schön aus. Scheiße Wetter, würde ich mal sagen. Alter Schwede. Oh, stimmt. Hier gibt es ja keine Brücke. Ach, Mist. Der Baum ist auf die Schalttafel für das Tor gestürzt. Was könnte ich hier überhaupt, Leute? Ein Kothaufen. Gut. Der Rest kann den Dino eigentlich wieder machen. Der macht dann alles kaputt und wir müssen nicht so viel. Ach so, wir brauchen eine Schaufel. Ah, so. Na denn. Dann gießen wir das Pflänzchen. So. Jetzt kommt er rüber, der Dino. So. Genau, komm mal her, mein kleines Schatzi. Haben wir hier alles kaputt. Guck mal, so, Vorsicht, Dino, 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 Dino. Kann er von der Seite nicht. Ich stehe mal wieder nicht richtig. Oh. Jetzt. So, Gott sei Dank. Oh, das ist echt nicht ohne. Gut. Ah, jetzt hat er's. Dann werden wir mal. Da wir das eh nicht machen können, das weiß ich jetzt schon. Muss er es machen. Links, unten, oben. Links, unten, oben. So gut wie neu. Sehr schön. Ja. Können wir? Können wir? Sehr schön. Hier sollte sich eigentlich Personal befinden, um die Leiter von diesem Steg herunterzulassen. Aber ich kann es Ihnen nicht verübeln, sich bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Wer geht auch bei dem Wetter rauf? Ich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde mit ihm noch weitermachen. Denn ich glaube, mit ihr werden wir gar nicht erst weiterkommen. Halt! So, tausch gleich mal eben. Das ist ja möglich. So, was bist du für ein hübsches Blümchen? Ein Blümchen, wo ich was kriege.
Sehr schön. So, ab nach oben. Ich schätze, das Auto haben Sie auch mitgenommen. Dann suchen wir wohl besser eine Abkürzung. Okay, so, mal eben schnell hier alles holen. Ein Kupferhaufen. Ups. Nee. Ach, das kann ich. Ach so. Oh. Ja, dann machen wir das hier mal. So, hier schon schön. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das gleich benutzt. Achso, ich habe gedacht, ich schieße. War dann doch nicht der Fall. So. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, nicht, dann werden wir das gleich ausnutzen, hier zu schießen. So. Was ist denn mit der Kurbel der Torwinde passiert? Die hat sich ja irgendein Mino gefressen. Wer weiß. Gut. Wir müssen was finden. Ach, der schießt automatisch. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Nee, ich wollte mit ihr, nicht mit dem Dino. So. Dann schieben wir das mal runter an den. Kann es repariert werden? So. Sehr schön. Und ab in den Scheißhaufen mal wieder. Das ist irgendwie... Naja, weiß ich auch nicht. Was war das denn? Gut, wir haben die Kurbel. Das ist das Wichtige. Wie ist die denn jetzt da hingekommen? Ich hoffe, ich kriege die noch. Nice. Spontan die Kurbel weggeflogen. Du sollst die Kurbel nehmen, nicht an dem Kram riechen. So. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Lass den Dino rein. Siehst du, sehr schön. Auf geht's. Gut. Dann muss ich ja eh die Wand hier kaputt machen. Sehr schön. Gelangen wir auch. Ich würde aber sagen, ich mache hier einen Cut. Das passt nämlich gerade. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Jurassic Lego Jurassic Park. Ich wünsche euch einen schönen Tag und natürlich ein Bye-bye.